Herzlich willkommen zurück, meine lieben Freunde und Feinde, Haustiere, Kellerasseln, Außerirdische oder was auch sonst immer hier zuschaut. Ja, wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben vor diesen grünen Markierungen, die für böse, böse Burschen stehen, die wir zu Boden schleudern müssen. Und das könnte spannend werden. Schauen wir doch mal. Nehmen wir uns als erstes mal diesem Gesellen hier an. Und zapp. Jo. Den ziehen wir jetzt möglichst schnell hier weg, bevor einer rauskommt. Er ist tot. Wieso ist er tot? Er hat ein PDA mit einem Code. Das reimt sich. Trotzdem, wieso ist er tot? Ich habe ihm einen Betäubungsschuss verpasst. Okay. Also so einen Bug hatte ich schon mal. Ich habe es das letzte Mal versucht durchzuspielen, ohne jemanden zu töten. Dann ist mir auch irgend so jemand in die Parade gefahren. Denn ich erinnere mich, plötzlich war einer tot. Obwohl ich ihn nur betäubt hatte. Das ist ja jetzt wieder... ja, ihr seht eine schwache Wand. Die könnten wir zerbrechen. Allerdings treibt sich dahinter direkt einer rum. Das heißt, dem würden wir aller Wahrscheinlichkeit nach das Genick zerbrechen. Also lassen wir das mal lieber. Krummel, krummel. Okay. Also, ohne zu töten, können wir uns schon mal abhaken. Wahrscheinlich war unser Betäubungsgewehr gerade auf Rhinoceros eingestellt und das war zu viel für den armen Kerl. So, da haben wir zwei. Da kommt einer. Den könnten wir uns jetzt schnappen. Die Frage ist, wie der gute Adam sich den schnappt. Macht er es leise, bekommen die nichts mit. Knüppelt er einfach drauf, sind die sofort alarmiert. Warten wir mal, bis er sich etwas entfernt hat. Okay. Ich weiß nicht, Mann, bei den Bullen einbrechen? Das ist nicht leise. Aber sie haben es nicht gehört, gut. Der pennt nur. Schleppen wir ihn auch mal raus. Laut Karte sind es noch vier, die eng aufeinander hocken. Das heißt, es wird nicht so einfach werden. Oh, der hat sich. Okay, der hat sich festgebackt. Das heißt, wir können es vergessen. Dann bleib halt hier. Oder glitch weiter. Seine Pistole ist auch weg. Ach, die liegt unter ihm. Na, kommst du mit? Put, put, put. Brav. Gut, dann schauen wir mal. 2, 2. Da ist zu. Was liegt hier rum? Eine Pistole. Wie könnten wir das machen? Ich werde... Ja... Also wenn ich einen davon mit dem Betäubungsgewehr anschieße, wird das der andere natürlich mitbekommen. So blöd sind die ja nicht. Ich könnte versuchen, Krach zu machen und einen rauszulocken, aber da liegt ja jetzt unser Backfreund und der andere. Na gut, der andere nicht, aber der. Das heißt, die werden in aller Wahrscheinlichkeit nach aufwecken. Gut. Was machen wir? Ich versuch's halt. Wieder auf die feige Tour. Das heißt, ich schnapp mir einen mit dem Gewehr und hoffe, dass der andere in unsere Richtung rennt und nicht gleich seine Kameraden alarmiert. Und hepp. Das habe ich gehört. Hört auf mit dem Scheiß. Hab ich ihn? Hab ich ihn? Ich habe ihn. Gut. Da willst du hin, du feige Schwein. Yay. Okay, bleibt noch einer, der nicht kommt.
Wo ist er hin? Ups. Oh, ich habe ihn erwischt. Gut. Ja, ihr seht, uns ist gerade ein bisschen rot. Das heißt, uns geht's nicht so gut. Es wird wieder. Uns haben nur kurz die Augen geblutet, weil ich so scheiße spiele. Haha, nee. Okay, Schrotflinte, Knete und Muni. Ah, da ist Mr. Double T. Ja, der sieht ganz wunderbar aus. Ach, schaut mal, ich habe ihm den Betäubungspfeil in den künstlichen Arm gejagt und das hat ihn umgehauen. Das ist, ja. Fernseher aus. Bier nehmen wir mit. Der ist auch tot. Also Leute, das ist doch... Wieso ist der tot? Ich raff's grad nicht. Also, Betäubungsgewehr heißt betäuben. Die anderen in der Fabrik waren auch nicht tot. Der ist nicht tot, der ist nicht tot, aber der ist tot. Also, irgendwie verstehe ich's nicht. Nun gut, die liegen alle. Hier liegt Geld, Schubladen, Stoppwurm. Und leer. Oh, Knarre unterm Kopfkissen. Das darf bei keiner alten Omi fehlen. Spinde im Bad. Oh, Betäubungspfeile. Und eine Schockgranate. Und natürlich wieder die Schrotflinte neben dem Klo. Gut, dann schauen wir mal noch kurz in den PC rein, den wir hacken müssen. Oder hatte Double T den Code? Haben wir den durchsucht? Hallo, Mr. Double T. Nee, wir haben dich nicht durchsucht, aber den Code hattest du nicht. Gut. Hacken wir mal. Stufe 2, wie gehabt. Mhm. Okay, der Weg ist weit, sehr weit. Hilft ja alles nichts, fangen wir an. Und wir sind schon entdeckt. Das ist ja zauberhaft. Okay. Läuft, läuft, läuft. Ich setze den Stoppwurm ein. Oh Gott, ich bin falsch gegangen. Das könnte wirklich scheitern. Noch ein Stoppwurm. Ich glaube, das scheitert. Das scheitert. Oder ich muss alle Stoppwürmer verballern. Nuke-Virus. Nuke-Virus. Noch ein Stoppwurm. Zugriff gewählt. Okay, das war jetzt so schlecht. Das war... Oh, war das schlecht. Okay, da geht's wieder um Neuroprotein. Und wieder mal von guten Tindel ist die Rede. Also, dem seine Aktivitäten haben weite Kreise gezogen. Gut. Ja, das war jetzt ärgerlich. Wie viele Stoppwürmer? 3 verballert? Ah, das ist ja... unverzeihlich. Hier noch irgendwas? Nö. Gut. Okay. Wir haben gefailt, aber Double T, unser Checker hier, der lebt. Die meisten seiner Kumpels auch. Die meisten. Die Zeitung ist immer noch dieselbe. Naja, ach, wir haben ja jetzt, jo, nichts hinter. Ja, schade soweit. Hätte besser laufen können. Hätte auch schlechter laufen können. Muss man auch mal so sehen. Okay, da geht's nur wieder raus. War's das schon hier? Das war's scheinbar schon. Hier ist nur wieder die leere Wohnung und unser... Ach ja, dem könnten wir jetzt was verkaufen. Genau. Das ist alles, was ich habe. Ich bin ein Freund von Greg Thorpe.
Wirklich? Okay. Ich gebe Ihnen Eierkopfrabatt. Das muss man doch nicht jedes Mal erwähnen. Adam. Verkaufen, verkaufen. Die Schrot weg. Die Munition. Na, weg. Und weg. Und weg. Haben wir noch was? Wir hatten doch genau Bier weg. Okay. Wiedersehen. Ja, wiedersehen. Gut, dann wäre es das hier gewesen. Was war noch? Wir müssen in O'Malley's Apartment und Beweise finden. Die Knarre abholen. Na, komm. So, so, so. Leiter runter. Schauen wir mal. 150 Meter, 160. O'Malley's Apartment dürfte am nächsten sein. Das war... War das dieses Haus? Ja, ich glaube, es war's. Dann gehen wir mal rein. Ja, wir sind richtig. Und das war doch die Wohnung mit den Minen, wie ich schon vermutet habe. Natürlich, weil ich es weiß. Okay, hier hatten wir alles. Ja. Ach, und schau an, jetzt können wir die Waffenlieferung anschauen. Und da liegen doch noch ein paar böse, böse Drogen. Die nehmen wir mit. So. Die schwere Kiste können wir jetzt auch rumbuchten, aber hier scheint nö, nichts zu sein. Ach ja, der Safe, Stufe 3. Mal schauen am PC. Okay, das hat nichts aktualisiert. Das E-Book war unwichtig für uns. Tja, den Safe, Heckenstufe 3. Haben wir denn irgendwelche Punkte übrig? Nein, haben wir nicht. Das ist jetzt ärgerlich. Tja. Ich bin mir unsicher, ob da irgendwas von Interesse für die Quest drin ist. Machen wir es doch so. Wir holen uns jetzt diese Waffe, die wir uns holen sollten, um den angeblichen Mord zu begehen. Und falls wir einen Stufenaufstieg haben, dann ballern wir die Punkte in Hecken 3 und schauen uns nochmal den Tresor an. Okay, Karte bitte. Wir müssen... Da wartet Cassandra Reed auf uns. Da ist auch unser Apartment. Da ist die Waffe. Genau. Da müssen wir ins Bandengebiet. Ach, die Limp-Klinik. Genau, die sollten wir auch noch aufsuchen. Wisst ihr was? Wir gehen schnell zur Limp-Klinik. Da kommt mir nämlich eine Idee, die sehr nützlich wäre. Denn ihr wisst ja, Praxispunkte geben uns auch... ja, Praxispunkte. Praxiskids meinte ich, geben uns Praxispunkte. Die kann man finden, wenn man die Augen offen hat. Einige sogar. Aber wir können sie auch in der Limp-Klinik kaufen. Und da wir eh dorthin sollen, also gehen wir doch diese mal rein. Diese Limp-Heinis sind doch Drogendealer. Ein paar von denen werden reich und der Rest von uns leidet. Davon weiß ich nichts. Ich weiß nur, dass diese Gewalt niemandem hilft. Schätze, die nächste Frage wird sein, ob die pro-humanen Gruppen sich rächen, wenn dieser Bill Taggart hier ist. Tja, das ist dieser... Die Pharmaunternehmen. Mr. Sarris sagte, Sie würden vorbeikommen. Ich habe gerade Ihre Testergebnisse gelesen.
sind letzte Woche reingekommen. Soll ich mich schon mal freimachen? Erstaunlicherweise nicht. Ich finde in keinem Ihrer Berichte einen Hinweis auf Gliagewebe. Es ist 6 Monate her, Doc. Müsste ich nicht längst Neuropozin brauchen? Eigentlich schon, aber die Tests konnten keine Implantatreaktion nachweisen. Im Gegenteil, Ihr Gewebe scheint die Elektroden immer besser anzunehmen. Ich kann also gehen? Tja, also, Mr. Seraph hat mich gebeten, noch ein weiteres Thema anzusprechen. Sie wissen, dass wir während Ihrer ersten OP verschiedene Sicherheitsmaßnahmen ergreifen mussten. Es wurden nicht alle Implantate aktiviert, ich weiß. Wir mussten die hämatombedingten Schäden berücksichtigen. Ihr Gehirn brauchte einfach Zeit, um sich zu erholen. Es musste sich an die Neuroprozessoren gewöhnen, um sie auf natürlichem Wege zu aktivieren. Kommen Sie zum Punkt, Doc. Was will Seraph? Er denkt, Sie sind jetzt bereit, den Aktivierungsprozess mit einer speziellen Software, sogenannten Praxis-Kits, zu beschleunigen. Sie meinen, ich muss nicht mehr warten, bis meine Augmentierungen automatisch anspringen? Sie können auch warten, wenn Sie wollen. Allerdings hat Mr. Seraph in Ihrem Namen eine großzügige Spende für Limb hinterlegt, die gewährleistet, dass Sie, und nur Sie, jederzeit Zugriff auf die für Ihre Neurooptimierungen abgestimmte Praxissoftware haben. Bitte? Sehen Sie selbst? Tja, da hat sie es nochmal erklärt, die gute Frau Doktor. Ach, und wir haben 5000 Credits bekommen. Was für ein Zufall, denn ein Praxiskit kostet 5000. Ja, wir können nicht unendlich viel kaufen, ihr seht, 2. Und das gilt, glaube ich, pro Spielabschnitt, pro vorhandener Limp-Klinik. Also es wird nicht übermäßig viel käuflich sein. Kaufen wir doch 2, wir haben das Geld. Hier gibt's auch Hypostim und Cyberboost Pro Energy Dose. Das heißt, das füllt, glaube ich, alle Batterien auf. Und das heißt, wenn wir 6 haben, füllt es 6 auf. Ja, die Typhoon-Munition, wir haben die schöne Waffe ja gesehen. Die pustet alle unsere Gegner in unserer Reichweite weg. Ist sehr, 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 sehr stark. Also eigentlich eine Überlegung wert. Ich überlege auch gerade, ob es sich lohnen würde. Für Bosskämpfe wäre es sehr praktisch. Aber die Frage stellt sich immer noch nicht. Also gut, Mr. Jensen. Benutzen Sie sie bei guter Gesundheit. Werden wir tun. Das heißt, wir haben jetzt 2 schöne Punkte bekommen. Und wie gesagt, einmal ins Hacken. Genau. Tja, ich hätte sie ja lieber hier reingesteckt oder hier rein. Deswegen behalten wir mal einen zurück. So, schauen wir uns nochmal in der Limb-Klinik um. Sehr schick gemacht, wie ich finde. Die Frau hat tolle Beine. Und hier liegt ein E-Book rum. Genau. Und noch eins. Okay, schauen wir doch mal hier. Ich war noch nie in Vollnarkose. Stimmt es, dass Sie das Herz anhalten und eine Maschine das Atmen übernimmt? Mehr oder weniger. Es klingt beunruhigend, ich weiß, aber wir machen das mehrmals am Tag. Das Verfahren ist absolut sicher. Werde ich Schmerzen haben oder sowas? Wir machen es über Ihren intravenösen Zugang. Wir bitten Sie, rückwärts zu zählen und als nächstes schlagen Sie Ihre Augen wieder auf und alles ist vorbei. Wow. Werde ich träumen? Während der Narkose nicht, aber danach vielleicht, beim Aufwachen. Tja, die Ärzte. Ich mag keine Krankenhäuser. Ich glaube, ich müsste schon sehr, 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 sehr heftig irgendwas haben, bevor ich freiwillig in ein Krankenhaus ginge. Ich mag sie nicht, mir wird schon beim Geruch übel. Also wenn ich auf Besuch dort bin, ich kann da nicht lang bleiben. Ah, hier steht so eine Dose von dem Zeug rum. Und hier ist ein Computer, nicht verschlossen. Was haben wir denn hier? Ah ja, hier geht's um die Optimierung, die Seraph uns drängt machen zu lassen. Ah ja, unsere Patientenakte sozusagen. Ihr seht, wir sind adoptiert. Keine Unterlagen.
Und da wurde wohl im Auftrag von Serif mehr an uns rumgeschnippelt, als eigentlich vielleicht nötig gewesen wäre aufgrund unserer Verletzungen. Also alles nicht so fein. Gut, dann wäre das hier erledigt. Demonstrationen sind nicht verboten. Das weiß ich, Officer. Aber einige der Typen hatten Schraubenschlüssel dabei und haben Mülltonnen angezündet. Die wurden auch verhaftet. Alle anderen haben nur von ihrem Recht auf Redefreiheit Gebrauch gemacht. Was ist mit meinem Recht, nicht um mein Leben